Hallo ihr Lieben, heute möchte ich mit euch das lange versprochene Harz-Video machen. Ich fange ganz basic an. Was braucht ihr unbedingt? Ihr braucht unbedingt Harz. Für kleine Projekte empfehle ich UV-Harz, damit lässt sich einfach am schnellsten arbeiten. Ich habe hier noch eine zweite Flasche auf Ersatz. Wenn ihr UV-Harz habt, braucht ihr unbedingt eine UV-Lampe. Ich habe hier eine mit Ständer dran aus dem Nagel. So jetzt, und wenn die angeht, macht ihr halt UV-Licht, damit das Harz trocknet. Was braucht ihr noch unbedingt? Unbedingt braucht ihr eine Form. Ich habe jetzt rausgesucht für heute mehrere Formen für Anhänger. Ich denke, die werden wir auch benutzen. Ich habe hier aber auch mal ein paar andere Beispiele zu zeigen. Solche Formen für dünne 3D-Objekte, wo man dann oben Haken befestigen kann. Oder auch so eine Ringform. Wichtig ist, wenn ihr mit UV-Harz arbeitet, nicht zu hohe Form, weil UV-Harz funktioniert nur auf eine gewisse Dicke. Dann kommen wir zu dem, was ihr optional braucht. Optional braucht ihr Sachen, um sie in euer Harz einzugießen. Das können sein Sticker, das können sein kleine Cut-Eyes, das kann sein Glitzer, das kann sein solche Folie. Das kann auch sein, dass ihr einfach das Harz einfärben wollt, dann braucht ihr solche Pigmente. Das sind jetzt transparente Pigmente. Transparent hat den Vorteil, sie funktionieren mit UV-Harz. Das hier wird jetzt ein opak Pigment. Das funktioniert mit UV-Harz nicht, weil UV-Harz muss durchleuchtet werden. Das hier wäre wieder eher transparent. Das würde gehen. Was ich auch empfehlen kann, ist irgendwas zum Wegwerfen, was ihr zum Mischen und Verteilen nehmen könnt. Holzspachtel, Zahnstocher gibt es auch aus Silikon. Und solche kleinen Mixbehälter aus Silikon hat den Vorteil, wenn ihr fertig seid, härtet ihr das Harz aus und dann zieht ihr das einfach raus, könnt es nochmal entsorgen, könnt es wieder verwenden. Was bei der Arbeit mit Harz noch wichtig ist, achtet darauf, dass ihr in einem gut gelüfteten Raum seid, dass keine Kleinkinder dabei sind. Es entstehen Dämpfe, die sind nicht so super gesund. Und was auch wichtig ist, wenn ihr die Möglichkeit habt, tragt Handschuhe und Masken. Ich vertrage Handschuhe schlecht, ich vertrage alles, was desinfiziert ist, schlecht. Seht ihr, habe ich so, weiß nicht, ob man es sieht, so Hautkrankheiten, die habe ich vom Fitnessstudio, von dem Desinfektionsmittel. Deswegen verzichte ich. Und Maske brauche ich nicht, weil ich hier direkt am offenen Fenster sitze. Ich empfehle es trotzdem, wenn ihr da sensibel seid. Oder Kinder mitmachen. Genau. Und ich dachte, wir fangen jetzt einfach mal an, ein paar Sachen zu gießen. Ich habe hier schon mal was vorbereitet. Einfach um mal ein paar Beispiele zu zeigen, die ich schon mal gemacht habe. Also hier so Anhänger, wo ich einfach Glitzerfiguren Eingang habe, die sind mit den Formen entstanden zum Thema Meerjungfrau. Einfach mal so als Idee. Heute möchte ich aber ein bisschen was anderes machen. Heute möchte ich gern mit diesem Stickerbogen arbeiten. Und wichtig ist, ihr gießt immer von oben nach unten. Das heißt, was hier unten ist, wird später unten sein. Wie fange ich an? Als erstes suche ich mir eine erste Form aus. Ich
möchte mit dem Happy anfangen und damit dieses, ich schiebe es mal in die Mitte, dann seht ihr es besser, Puzzlestück. Dann mache ich immer erstmal eine Schicht klares Harz. Nehme mir jetzt einen Zahnstocher und verteile das. Das fließt auch ein bisschen selber breit, aber am besten fließt es, wenn ihr vorher sagt, dort sollst du hin. Das ist in allen Ecken, das seht ihr jetzt natürlich nicht, weil es transparent ist. Jetzt habt ihr zwei Möglichkeiten, entweder ihr legt das für ungefähr 2 Tage in die Sonne oder auch einen Tag, je nachdem wie sonnig es ist, im Winter eher 2, oder ihr nehmt einfach die Lampe und lasst die einmal drüber schallen. Was jetzt passiert, durch das UV härtet es halt aus, wird so eine Art Kunststoff, Harz halt. Und für die ersten Schritte mache ich immer nur einen Leuchtvorgang, aber ich zeige euch dann auch, wie ich das am Ende mache. So, wenn das hier leuchtet, suche ich mir schon mal aus, was ich kombinieren will. Also ich habe hier einen kleinen Sticker, da steht Happy drauf. Ach, es ist schon fertig. Dann können wir jetzt anfangen zu platzieren. Ich nehme jetzt also meinen Happy Sticker. Den lege ich natürlich kopfüber hier rein. Beziehungsweise es lohnt dann nochmal ein bisschen Harz. Und das wirklich reinzuschieben, hat den Vorteil, dass sich drunter keine Luftblasen bilden können. Ich lege das jetzt hier auf und dann schiebe ich das mit meinem Zahnstocher einfach wirklich bis unten ran. Und jetzt habe ich mir überlegt, zu dem Happy hätte ich gern noch was Glitzeriges, was dazu passt. Und dann nehme ich hier so ein Glitzerherzen. Ja, das steht schon eine Weile. Dann mache ich mir einfach ein paar hin. Und hier ist der Trick einfach, mit dem Zahnstocher ins Harz gehen und dann könnt ihr die wirklich einzeln aufnehmen und platzieren und immer in das Harz reinschieben. Wenn ich damit zufrieden bin, mache ich noch mal ein bisschen drüben. Nicht zu dick, weil wie gesagt in Schichten arbeiten, aber so, dass alles bedeckt ist. Dann verteile ich das hier schön und dann härte ich erstmal wieder aus. Wenn da jetzt ein paar Bläschen entstehen, ihr könnt die entweder mit Hitze vorher entfernen. Ich empfehle nicht das Feuerzeug. Das Feuerzeug, Harz kann entzündlich sein, müsst ihr sehr aufpassen. Aber zum Beispiel ein Heißluftföhn geht gut oder ihr geht hin und platzt sie einzeln. Dann werdet ihr die los. So. Wenn das jetzt noch nicht 100% gehärtet ist, macht das nichts, weil die Enthärtung machen wir dann. Und jetzt entscheide ich mich im Prinzip, weil die Form ist jetzt fast voll, für den Hintergrund.
Und ich möchte einen farbigen Hintergrund, deswegen nehme ich hier ein bisschen Harz in den Mixbecher. So, seht ihr es auch? Und dann suche ich mir hier ein Pigment aus. Muss natürlich darauf achten, dass ich eins nehme, was transparent ist. So ein schönes Blau passt, denke ich, gut dazu. Und dann immer Tropfen für Tropfen. Dann erstmal umrühren und gucken, ob die Farbe passt. Wenn ihr es nicht ganz umrührt, kriegt ihr so einen leichten Marmoreffekt. Wenn ihr es mehr umrührt, wird es halt mehr einheitlich. So, ich rühre es nicht ganz so. Und dann gieße ich das Gefärbte hier rein. Ich sehe gerade, es war zu wenig. Da mache ich dann gleich nochmal was. Und was ich dann auch ganz gerne mache, ist, das erstmal ein bisschen verteilen und dann mache ich noch eine zweite Schicht von meinen Embeddings. Das gibt dann so ein bisschen 3D. Sieht man natürlich nur von hinten. Das soll ja auch von beiden Seiten gut aussehen. Jetzt mixe ich mir noch ein bisschen mehr von dem Blau an. Weil die Form sollte dann am Ende schon voll sein, dann kriegt ihr die saubersten Kanten. Ansonsten kann man die Kanten im Nachbearbeiten auch wegschleifen. Wenn jetzt hier was verrutscht, das könnt ihr hinterher mit dem Zahnstocher problemlos wieder zurückrutschen. So, wenn ihr was daneben klickert, so wie ich hier, lasst das erstmal als Tropfen dort. Ihr könnt das dann abmachen, wenn es ausgehärtet ist. Ist besser, als wenn ihr das Harz in euren Händen habt. Oder sonst irgendwo. So, ich denke, die Form ist gut voll. Dann gehe ich jetzt hin und härte das erstmal wieder normal aus, die Schicht. So, ihr seht jetzt, wir sind jetzt bei ungefähr einer Viertelstunde. Das heißt, ich brauche für so einen Anhänger dann wirklich Viertelstunde, 20 Minuten, je nach Größe und Aufwand, was da reinkommt. Und was ich nicht mache, ist gleich die ganze Matte voll, sondern ich mache wirklich Anhänger für Anhänger, so wie ich es brauche. So, und weil das jetzt unsere letzte Schicht war, mache ich noch zweimal zusätzlich von beiden Seiten. Also jetzt erstmal von oben zweimal noch. Und dann drehe ich es um und mache.
mache es nochmal. Deswegen ist wichtig, dass ihr diese transparenten Formen habt für UV-Harz, dass auch Licht durchdringt. Es gehen nicht diese, es gibt sie in grün, es gibt sie in rosa, es gibt sie in grau. Die gehen für zwei Komponenten Harz, aber nicht für UV-Harz. Genau, weil ich gerade beim Thema war, Vorrat fertigen. Ich habe immer eine Box hier mit fertigen Gießteilen. Das ist dann rum experimentiere, neue Techniken ausprobiere, mache immer zwei, drei mehr, um Unterschiede zu sehen. Aber ansonsten produziere ich so, wie ich es brauche und selten auf Vorrat. Weil wenn man es auf Vorrat produziert, zum einen werden die Rohstoffe schneller alle, zum anderen liegt es dann immer rum und immer im Weg. So, das war zweimal von der Seite und jetzt drehen wir es rum. Jetzt mache ich es noch zweimal von der Seite. Das ist dann für solche Stellen wie, wenn wir die Sachen reindrücken. Ist ja eine dünne Schicht unter den Sachen, die wir reingedrückt haben. Zum Beispiel unter dem Happy Sticker. Und da kommt das Licht von oben natürlich nicht ran. Deswegen mache ich es nochmal am Ende von unten. Dann erwischt solche oder es strahlt auch ein bisschen von der Seite rein. Dann sollte eigentlich alles ausgehärtet sein. Wenn ihr dann beim Rausmachen feststellt, da ist noch flüssiges Harz, härtet es nochmal nach. Sollte es gar nicht härten, kann sein, dass euer Harz zu alt ist. Harz hat ein Ablaufdatum und wenn das abgelaufen ist, funktioniert es nicht mehr. Oder nicht mehr richtig. Das Harz habe ich übrigens bei Amazon gekauft. Das ist Crystal Clear Harz, also klares Harz. Es gibt auch voreingefärbtes, das ist aber entsprechend teuer. Und es gibt auch zum Beispiel welches, das ist dann mehr, kriegt eine Farbe wie Naturharz. Das ist dann nicht ganz sauber, das wird so leicht gelblich. So, und jetzt wo es ausgehärtet ist, es wird auch warm. Ich merke gerade beim Drauffassen, meins ist noch ein bisschen sticky. Also braucht das noch eine Tour. Und ihr werdet sehen, das kann ich in der Kamera jetzt schlecht zeigen, aber das zieht sich ein ganz klein bisschen zusammen beim Aushärten. Das heißt, es kriegt oben eine leichte Delle. Deswegen auch andersrum gießen. Unten in der Form bleibt es gerade und die Rückseite kriegt dann eine leichte Delle. Die könnt ihr entweder später auffüllen oder ihr nehmt Sandpapier und schleift es weg. Wenn ihr Sandpapier nehmt, müsst ihr es am Ende aber bis zur Politur treiben, damit ihr wieder eine glatte Oberfläche kriegt. Oder ihr müsst mit was anderem übermalen. Also entweder nochmal eine dünne Schicht UV-Harz drauf. Oder zum Beispiel eine Varnish drauf, gibt es zum Beispiel für Acrylfarben oder so. So, ich denke, das sollte dann aber reichen. Es fühlt sich etwas sticky an. Und dann einfach, es ist jetzt richtig hart, wie Glas oder Kunststoff, aus der Form lösen und fertig ist der Anhänger. Wenn ihr jetzt feststellt, dass hier noch irgendwo was sticky ist an der Rand, was klebrig ist,
einfach wieder unter die UV-Lampe, so lange bis das weg ist. Oder in die Sonne legen, nachhärten lassen. Und was jetzt noch kommt, fehlt, ist im Prinzip, ihr macht hier oben in das Loch einen Connector-Ring rein. Und dann habt ihr einen fertigen Anhänger, den ihr an Mini-Alben hängen könnt, an Schlüsselanhänger, als Halskette tragen könnt, was auch immer. So, bei mir kommt der jetzt hier in die Box, die ist mit Absicht durchsichtig, da kann das alles noch ein bisschen nachhärten. Schaden kann es nicht. Als nächstes dachte ich, machen wir ein bisschen was Größeres, weil ich wollte gern noch mit den Goldflakes arbeiten und ich wollte gern auch noch was mit diesen Kugeln machen. Aber die Methode ist jetzt im Prinzip immer dasselbe. Also ich suche mir als erstes mal hier wieder passenden Sticker aus. Und die sind alle ziemlich groß. Was habe ich hier in Farben? Rot und Blau. Da passt die Libelle dazu. So, die Libelle von der Größe her. Ja, dafür ist es zu schmal. Brauche ich schon die ganz große Form. Ich fange eigentlich immer mit einer klaren Sicht an. Außer ich mache jetzt zum Beispiel sowas, was zum Thema Meer ist. Dann fange ich auch mal mit einer blauen Schicht an. Und ihr seht jetzt, ich habe hier Blasen drin. Da gehe ich einfach vorsichtig hin und schaue, ob ich die zum Platzen kriege oder zumindest aus dem Sichtfeld schieben kann. Wenn ihr mit zwei Komponenten Harzen arbeitet, lohnt es sich hier auch so eine Vakuumkammer zu verwenden. So, bin ich gut und wild. Erste Schicht ist drin. Aushärten lassen. Und es ist natürlich klar, je größer das Objekt ist, umso mehr Harz braucht ihr. Aber ich sag mal, so eine kleine Flasche mit 30 Milliliter recht locker, um einmal den kompletten Bogen zu gestalten. So, jetzt muss ich kurz Kamera ausmachen, weil die halbe Stunde ist klar. So, weiter geht's. Das färbt jetzt nach. Ihr könnt übrigens daran merken, wie gut, wie durchsichtig euer Harz wird. Wie gut euer Harz ist. Weil meins hat eine leicht gelbliche Note jetzt. Und das liegt einfach daran, dass ich ein günstiges Harz gekauft habe. Für das, was ich mache, reicht das aber. Wenn ich was Hochwertigeres machen will, dann besorge ich mir entsprechend teureres Harz. Und es gibt halt Harze, da ist das bewusst noch intensiviert. Wenn ihr jetzt merkt, dass hier eine Ecke nicht ganz ausgefüllt ist, macht das gar nichts. Das macht, hebt ihr einfach mit der nächsten Schicht wieder. Schlimm ist nur, wenn sich Luftblasen bilden. So. Bei mir klingt. So, weiter geht's. Denkt dran, wenn ihr sowas anfangt, ihr könnt das nicht ewig stehen lassen. Nicht wie bei anderen Sachen, weil das Harz natürlich auch durch die Sonne mit der Zeit aushärtet. Aber meins ist noch gut. Ich war ja jetzt auch nur 2 Minuten weg. Jetzt schiebe ich hier wieder meinen Sticker rein. Und jetzt, anders als bei den Herzen, weil das ein sehr feines Glitzer ist, mische ich mir hier ein bisschen was an
Und dann gieße ich gleich die nächste Schicht, bevor ich es aushärten lasse. Wobei, ich kann mehr nicht, mixe hier schon. Wenn ihr sowas reinmixt, sei es Glitter, sei es kleine Kugeln, sei es kleine Perlen oder so, das ist natürlich blasenanfällig. Damit müsst ihr leben, weil jedes Objekt potenziell Blasen wirft. Aber ich finde das bei solchen Sachen nicht schlimm. Was ihr auch bedenken müsst, wenn ihr es jetzt nicht in flachen Schichten gießt, sondern zum Beispiel so eine Figur gießt. Alles, was ein gewisses Gewicht hat, sinkt natürlich gern nach unten. So. Ich nehme jetzt mal den Spachtel, damit kriege ich es, glaube ich, besser aus der Form. So, noch ein Tipp, wenn ihr nicht eine Unterlage habt, bei der es euch egal ist, besorgt euch so eine Silikonbackmatte zum Unterlegen. Da ist das wie bei den Silikonbechern. Wenn ihr fertig seid, härtet ihr einfach das Harz, was da drin ist, aus. Dann könnt ihr es einfach runterziehen. Hier noch. Ich habe dann damit gleich meine Hintergrundschicht. Dann gieße ich einfach noch eine Schicht klares drüber. Ich sehe auch, die Perlen färben im Harz ein bisschen ab. Deswegen sowas immer prüfen, weil ihr seht, das ist rötlich. Das kann passieren, das kann euch auch bei Glitzer passieren. So, mich ruft gerade einer an, ich melde mich. So, heute ist einiges an Rambazamba. Ich habe gerade, wenn ich telefoniert habe, habe ich es mir anders überlegt. Ich werde jetzt hier gleich mit dem Gold arbeiten und dafür den dritten Anhänger nicht gießen, weil dafür fehlt mir die Zeit. Ich kann mir ganz gut vorstellen, dass das Gold hier gut dahinter passt. Mit dem Gold mache ich es jetzt so wie mit den Herzchen, in der Hoffnung, das klebt nicht zu sehr. Die Flasche ist fast leer. Muss ich den Kopf überstellen. Ich mache hier jetzt erstmal eine ganz dünne Schicht Harz drauf. Und da klebe ich das Gold rein. Und dann mache ich nochmal eine dickere Schicht drauf. Und damit klebe ich es dann fest. Hier ist schon was offen. So, erstmal ein bisschen die dünne Schicht verteilen, zumindest dahin, wo ich jetzt gerade kleben will. Wie gesagt, die letzte Schicht ist die entscheidende für die Oberfläche, weil die macht dann eine glatte Oberfläche. Jetzt gucken wir mal, wie fein diese. Große Brocken, aber das legt sich wunderbar. Diese Goldflakes sind übrigens von Action. Die habe ich, glaube ich, auch mal in irgendeinem Haul gezeigt. Habe ich auch noch in anderen Farbtönen, in so einem Rosé-Gold und einem Silber. Thank you.
nicht zu viel, aber schön verteilt, dass es auch von hinten nach was aussieht. Und trotzdem eine Chance hat, nach vorne durchzukommen. Ich denke, das reicht auch. Dann härte ich einmal vor und dann muss ich auf die Uhr gucken. Ich habe nämlich heute auch noch ein Meeting. Zu dem muss ich pünktlich sein. Und im Prinzip gilt beim Harzgießen ganz einfach. Je dünner ihr die Schichten macht, umso mehr Schichten könnt ihr haben, umso mehr 3D-Effekt könnt ihr da reinarbeiten. Und umso dicker ihr die Schichten macht, umso mehr kriegt ihr unter. Oder ihr braucht höhere Form. Aber ihr dürft auch nicht zu dick arbeiten, dann wird es dann mit dem Durchhärten schwierig. Zumindest bei UV-Harz. Bei zwei Komponenten-Harz steht es in der Regel auf der Verpackung drauf. So, die Flasche ist dann auch leer. Die kommt dann in den Müll. Gleich zur Seite stellen. Jetzt hier nochmal schön schauen, dass alles bedeckt ist. Damit man eine schön glatte Oberfläche kriegt, weil das Metall ist natürlich rau, die Perlen sind rau. Wenn ihr jetzt hier über den Nipsel eine dünne Schicht habt, das macht gar nichts, das könnt ihr hinterher durchdrücken oder durchbrechen. Oder auch einen Bohrer nehmen und nochmal nachbohren. So, ich denke, so passt. Auch wichtig ist, wenn euch mal was schief geht, nicht drüber ärgern. Das passiert. Das macht dann die Erfahrung, dass das seltener wird. Achso, wenn das aushärtet, vielleicht noch ein paar Tipps. Wenn ihr nicht diese speziellen Harzpigmente kaufen wollt und euer Harz einfärben wollt, könnt ihr auch andere Sachen nehmen. Es gehen zum Beispiel Alkoholinks, es geht Acrylfarbe. Mit Wasserfarbe geht es, glaube ich, nicht, aber mit anderen alkoholbasierten Sachen geht's. Also ihr könnt zum Beispiel auch mit theoretisch von Alkoholmarkern die Tinte machen. Das sind ja auch nur Alkoholtinten. Ihr könnt Pigmentpulver nehmen und Mikropowder. Ihr könnt theoretisch auch Lidschatten oder sowas nehmen. Also da gibt es ganz viele Varianten. Müsst ihr halt mal mit rumspielen, was sich dann für euch eignet und wo euch die Effekte gefallen. Zum Beispiel
Mikropowder manchmal so, die machen dann so einen Swirl-Effekt. Die werden nicht so ebenmäßig wie eine gut eingerührte Sache. Ich weiß auch zum Beispiel, ich habe diese Pigmente ja, die habe ich zum Beispiel auch noch nicht ausprobiert. Die müssten aber eigentlich auch funktionieren. Wäre mal ein Versuch wert, vielleicht im nächsten Video. Schreibt mir in die Kommentare, mit was ihr das gern sehen wollt. Was ihr auch machen könnt, ist zum Beispiel eine Schicht gießen, aushärten, dann mit Markern, zum Beispiel Paintmarker, bemalen und dann wieder eine Schicht drüber gießen. Das geht auch. Da gibt es Künstler, die haben da mega geile Werke geschaffen, indem sie einfach Schicht für Schicht gemalt haben und dann so einen 3D-Effekt hervorgerufen haben. Ihr könnt auch, weil wir gerade bei 3D sind, wenn ihr so Die-Cuts habt, die für 3D-Geschichten sind, könnt ihr auch die Schicht für Schicht eingießen und damit den 3D-Effekt in Harz haben. Weil normalerweise sind die ja dafür gedacht, mit Foamtapes zu überkleben. Ihr könnt das Harz auch nehmen, um wie mit einem Embossing-Powder so eine Glanzschicht auf irgendwas aufzutragen. Einfach UV-Harz nehmen, ganz dünn aufpinseln und dann aushärten lassen. Müsste auch funktionieren. Wobei ich weiß nicht, das wird ja heiß, wenn es aushärtet, ob sich das dann wälzt. Aber theoretisch müsste das auch funktionieren. Ihr merkt schon, ich habe ganz, ganz viele Ideen dazu. Wenn ihr wollt, dass ich was davon ausprobiere, schreibt es mir in die Kommentare. Und wir machen gerne mal so einen Anhänger mit der Technik. Ich habe auch noch ein paar Ideen, auch als Hack irgendwo mal gesehen, die ich ausprobieren möchte. Aber eins nach dem anderen. Und ihr seht ja, Harzgießen ist relativ aufwendig. Und Zeit... Naja, relativ zeitintensiv, weil ich kann nichts machen, 5 Minuten, dann springe ich wieder weg und dann mache ich wieder 5 Minuten. Das muss schon an einem Stück gemacht werden. Wenn ich dann mit dem 2-Komponenten-Harz arbeite, dann muss das ja dann auch über 3-4 Tage ruhen, bis das vollkommen ausgehärtet ist. Bei meinem ersten Projekt, das Video findet ihr auch auf dem Kanal, habe ich zu kurz gewartet und dann... waren im Prinzip die Ecken nicht schön. Ich habe es versucht zu retten, aber es ist nicht so geworden, wie ich es mir gewünscht hätte. Genau, ansonsten, was fallen mir noch für Ideen ein? Ihr könnt natürlich alles Mögliche eingießen. Ich habe auch schon Kleefiguren eingegossen. Ihr könnt, wenn ihr eine Erinnerung wollt, zum Beispiel vom Kind eine Haarlocke eingießen. Ihr könnt Sand oder Mitbringsel aus dem Urlaub. Müsst ein bisschen aufpassen, alles was verrotten kann, kann natürlich auch theoretisch im Harz verrotten. Und das ist dann nicht sehr appetitlich. Also vorher gut trocknen. Es gibt Blumen, die wurden speziell aufbereitet, dass die im Harz genutzt werden können. Unser Anhänger ist fertig. Der wirkt jetzt natürlich ganz anders als der erste, weil da keine Farbe drin ist. Sprich, der ist komplett durchsichtig. Aber man sieht so ein ganz bisschen das Gold durch. Von oben. Von unten natürlich ein bisschen mehr. Und solche Überhängsel hier, die kriegt ihr ganz einfach weg. Da geht ihr mit einer Nagelfeile drüber und dann sind die weg. Ich merke von der Seite, es ist noch ein bisschen klebrig, da muss ich jetzt die Seiten nochmal nachhärten. Aber ansonsten ist
Das ist jetzt der zweite Anhänger mit einer ganz anderen Technik, aber nach derselben Grundidee. Ich packe den auch hier rein von den Seiten. Das härtet eigentlich von alleine nach. Genau, und dann mache ich Schluss für heute. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Nachmittag und einen wunderschönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Wie gesagt, schreibt mir in die Kommentare, was wir gemeinsam noch ausprobieren wollen. Und wir hören uns dann wieder beim nächsten Mal. Bis dann!